Jungle Taster, dort kam es Episode 2593, this is Zingar beer, so it's a premium quality lager beer, or original type beer since 1933, so it's from the Zingar Corporation in Bangkok, Thailand. So many greetings to all my Thai viewers, of course, and I think this bottle is very stylish, especially this golden dragon here, the golden beer dragon, and here on top is some sort of seal, by royal permission, Thai beer. Good, 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 and the lid is awesome as well, look at this, Broad Brewery Co. Boone. What does Boone mean? So here we go, and the label is German because I think it was brewed in Thailand but bottled in Germany in the end. So it's water and hop and the so-called Gerstenmalz is of course the barley malt. So let's do it. Smoke. Okay, I think we wait until the foam is gone. All right, here we go. Okay. Yeah, it's a very fine beer. Yeah, a Pilsen. Have they said it's a Pilsen? No. It's of course a lager. Okay. So, definitely very good. Some character. Some bitterness, but mild, not it doesn't blow your head off, and yeah, it's a tasty, interesting beer, definitely the one. So, have you tried this yourself, for instance, on a holiday in Thailand? Then let me know, please report. And what's your favorite Asian beer? Good. And would you like to drink this right now? But that's really it, thanks for watching. So, jetzt hier das Zingar Bier aus Thailand. Und ist schon stylisch hier mit diesem goldenen Drachen auf alle Fälle. Da oben hier noch das Siegel. Also vom Style her ist es wahrscheinlich die stylischste Bierflasche, die ich bisher hier in meinem kleinen Block hier untergekommen ist. Und hier begrüßt einen dann Deutsch. Und das muss ich jetzt, wenn ich das so durchlese, das widerspricht sich so. Gebraut nach Originalrezeptur. Und abgefüllt. Aber wo wurde es gebraut? Ja, es steht noch, es müsste heißen, gebraut nach Originalrezeptur in Thailand. Und abgefüllt in Au Hellertau. Oder ist es auch gebraut in Auhellertau? Das weiß ich nicht so ganz. Das ist ja ein bisschen wischiwaschi formuliert. Es kann ja auch sein, dass die sozusagen große Fässer getan haben und dann rübergeschippert haben und dann erst hier in die Flaschen. Ja, ein bisschen mysteriös. Wie dem auch sei, ist ein sehr gutes Bier. Ich habe mich so ein bisschen verplappert mit Pilsener. Ich glaube, unten liegt halt noch ein Pilsener aus den Philippinen rum. Aber das ist auf alle Fälle ein Lager. Ne? Und es ist schon leckeres Bier so, ne? Ja, kann man trinken. Es ist nicht so weich gespült wie jetzt zum Beispiel Ami-Bier. Aber es ist schon weich und aber nicht total so leichtes Bitter ist drin. Es ist noch ein Bier sozusagen, ne? Aber nicht vergleichbar mit diesen Monster-Bitter-Dingern, weiß ich ja, Königspilsener, Flensburger. Wie sie alle heißen. So. Gut, ja, habt das probiert, vielleicht ja im Thailand-Urlaub getrunken. Dann lasst mich wissen, wie es geschmeckt hat.
Was ist eure Lieblingsbierspezialität? Und danke, dass ihr zugesehen habt.